Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem heutigen CSGO Inventory Showcase. Ich zeige euch heute mein Inventar und auch die 10 teuersten Dinge aus meinem Inventar und feiere mit euch diesen neuen Meilenstein, den wir erreicht haben. Und zwar ist das Inventory jetzt im Moment 2500 Euro wert. Wir haben 903 Items drin. Das ist echt enorm, das ist wirklich krass. Ich weiß noch, es ist gar nicht so arg lange her. 2 Jahre vielleicht. Da habe ich meinen allerersten Skin geschenkt bekommen von euch. Das war direkt, nachdem ich habe 2 Giveaways auf YouTube gemacht habe, also Skin-Giveaways, die habe ich damals mit meinem eigenen Geld bezahlt, also ich habe einfach jeweils 25 Euro genommen, also 50 Euro insgesamt und habe damit Cases geöffnet, immer glaube ich 10 Stück. Und viele von euch fanden das so toll, dass ich die Sachen, die ich bekomme, auch einfach direkt wieder weggebe, weil ich sie gar nicht so, also ich habe da keinen großen Wert drauf gelegt, dass sie gesagt haben, hey, ich gebe dir einfach Dinge, die ich nicht brauche und die, ich gebe sie dir einfach, ich will sie dir schenken, damit du die Giveaways in Zukunft auch weitermachen kannst, weil damals war es natürlich schwierig zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag oder so oft Giveaways, so wie ich sie jetzt eben mache, weil ich nicht genug hatte. Ich habe dann noch 2 Case Openings gemacht, also habe insgesamt 100 Euro eben in diese Case Openings gesteckt. Und ab diesem 4. Case Opening lief es dann komplett von alleine, weil ich die ganze Zeit Skins von euch bekomme. Dazu zählt alles, was ihr hier seht. Ich gehe jetzt einfach mal kurz so durch, zumindest bis zu den Blue Skins. Zeige ich euch jetzt diese paar Seiten, die hier sind. Eben war sie geladen, jetzt lädt sie von vorne, okay. Und danach zeige ich euch, wie gesagt, die 10 teuersten Dinge, die in meinem Inventar drin sind. Beziehungsweise in unserem Inventar, denn die Sachen sind ja von euch geschenkt, damit ich sie weiter verschenke. Ich habe diese Skins, also ich sag mal 99% der Skins, habe ich für Giveaways bekommen. Das heißt, ihr könnt so gut wie alles, was ihr hier seht, auch gewinnen, beziehungsweise eben in einem Giveaway abstauben oder wie man das eben nennen möchte. Und da sind schon wirklich ziemlich schicke Sachen dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, aber wie kann ich das überhaupt gewinnen, was, wie, warum? Ich streame 3-mal die Woche, die Streamzeiten stehen in der Videobeschreibung, aber ich sag's euch einfach nochmal. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und es gibt bereits da in jedem Stream Giveaways. Die sind für alle offen. Da gehen dann einfach ein paar Skins raus, manchmal auch Graffitis oder Musikhits und so weiter und so fort. Viele Sachen wie die Knives verknüpfe ich mit Subscriber Gold, die aber bis jetzt immer voll wurden. Also wir sagen zum Beispiel, wenn wir jetzt heute auf X Subscriber kommen, oder sobald wir auf X Subscriber kommen, geht das aktuelle Knife raus. Und alle Subscriber, die auf der Liste stehen, haben dann die Chance, das Knife zu gewinnen. Ohne, dass sie dann in dem Moment live dabei sein müssen. Also es geht einfach so dann raus. Des Weiteren gibt es aber auch auf YouTube Giveaways, die auch für alle offen sind. Dafür muss man eigentlich immer nur so ein bisschen aktiv auf dem Kanal sein. Man muss aber nicht abonniert haben, man muss nicht alles liken und hin und her. Man soll einfach nur aktiv praktisch dann ein bisschen die Videos schauen. Nicht in alle, nicht jeden Tag, einfach so wie man kann. Hier die Swag 7s, da habe ich auch gerade letztens im Stream 2 rausgehauen. Die sind schon ziemlich sick. Da war ich so überrascht, als der Skin rauskam, dass sie das wirklich gemacht haben. Man hat ja immer so im Spaß für Xavin gesagt und sie bringen es einfach raus. Nice, nice. So, jetzt kommen wir schon zu den blauen Waffen. Ich gehe jetzt noch 2, 3 Seiten durch, aber dann zeige ich euch die teuersten Geschichten hier aus dem Inventory. Ich glaube, zu den Giveaways habe ich im Moment alles gesagt. Musikkits sind, wie gesagt, auch am Start. Die gehen auch des Öfteren raus. Also an sich geht eben alles raus, weil ich die Sachen ja gar nicht benutze. Ich kann ja gar nicht so viele Sachen benutzen, ist logisch, ne? Ja, und jetzt gehe ich einfach schnell durch. Ich gehe jetzt trotzdem durch alle durch, aber etwas schneller als eben. Na gut, das muss erst laden. Na, das kann ich hier rausschneiden. Zack. Und weiter geht's. Ja, sehr schön, die sind schon geladen und die nächsten auch. Ah, die YouTube-Giveaways laufen meistens so ab, dass es dann einen großen Skin gibt, der halt eben auch lockt. Und dann nochmal so einen mittleren und dann 3 oder 7 weitere kleine Skins, also Blue-Skins oder so, weil die eben auch leer gehen müssen. Und ich denke, auch bei den Blue-Skins sind Sachen dabei, die gefallen können. Also auf jeden Fall. Und ihr kennt ja auch den Spruch, wer den Blue-Skin nicht ehrt, ist das Knife nicht wert, nicht wahr? Ja. So eine Morris zum Beispiel, finde ich richtig nice. Also wirklich ultra nice. Ich glaube, das war's schon. Ah ne, hier sind noch ein paar. Ja, und da fangen jetzt die hellblauen an. Da sind zwar auch ein paar edle dabei, so wie die Sun and Leo, die auch merkwürdigerweise sehr teuer ist. Ich glaube, die kostet 5 Euro oder sowas. Dafür, dass es ein hellblauer Skin ist, ist es schon echt krass. Aber wie gesagt, diese farbliche Markierung finde ich eh Quatsch. Und da fangen auch schon die ganzen Kisten an, beziehungsweise, ja doch, da sind die ganzen Kisten drin. Also ihr seht, der Großteil, die ganzen Graffitis sind ja auch noch am Stissel. Nicht der Großteil, aber ein Teil meines Inventars sind auch einfach nur Kisten, die ich so Stück für Stück auf meinen zweiten Account rüber trade, damit ich hier eben Platz habe. Also ich hatte hier, glaube ich, zu Hochzeiten 600 Kisten auf dem Account, aber die habe ich jetzt schon ganz gut verteilt. Okay, ich zeige euch jetzt die 10 teuersten Dinge aus meinem Inventar. Von dem günstigsten, von den teuersten bis zum teuersten eben. Los geht's. Da haben wir meine aktuelle M4A4 und zwar die Neo Noir. Die kostet so 35 Euro. Ich habe das übrigens mit dem Inventory Value oder Moment, Item Value Sortner gemacht. Steam.tools. Damit habe ich diese Liste überhaupt generiert erstmal. Und diese Neo Noir ist wie gesagt der 10. Skin auf meiner Liste von diesen Top 10. Für, ja, was war es jetzt, 35 Euro? Ich schau nochmal kurz. Ja, 34,69, also wir runden da auf. Kommen wir zum 9. Platz. Da haben wir die Prinzen, also die Shadow Daggers Urban Mask heißen die, glaube ich, ja. Das war mein erstes Knife, oder sind meine ersten Knives, die ich geschenkt bekommen habe, oder die ich generell eben bekommen habe. Ich sagte immer die, weil es 2 sind, aber eigentlich ist es ja dann noch nur 1. Die sind, lasst mich gucken, 57 Euro wert. Platz Nummer 8. Da ist das Gut Knife Doppler.
Sehr schickes Teil. Es kostet im Moment, da muss ich hier mal kurz auf den Desktop, ich habe mir diese Sachen leider nicht aufgeschrieben, 69 Euro. Ja, kann man mal machen, oder? Auf dem Platz Nummer 7 liegt das Bowie Knife Blue Steel. Auch ein sehr hübsches Gerät und es kostet 72 Euro. Ja gut. So, den nächsten Preis schaue ich mir jetzt schon mal an und merke ihn mir. Okay, ich glaube, ich kann ihn mir merken. Das ist also praktisch Platz 6. Und da haben wir das Gut Knife Tiger Tooth. Ich habe es nicht so benannt, das habe ich schon so geschenkt bekommen. Und das kostet 74 Euro. Ich habe mir den Preis nämlich gemerkt. Ja, ja. Ich bin nicht so verschüttelt, wie ich vielleicht aussehe. Auf Platz Nummer 5. Das Gut Knife Safari Mesh heißt es, glaube ich, ne? Mit dem Tag YouTube der Dummbabbler. Vielen Dank nochmal dafür. Also generell auch an alle eben. Vielen, vielen Dank an die ganzen Skins. Die waren alle geschenkt. Alles ist geschenkt. Ne? Ich habe es euch ja vorhin schon gesagt. Vielen, vielen Dank. Ihr seid überkrass. Das kostet, habe ich nicht geguckt, 75 Euro. Okay. Und dann kommt, und jetzt passt auf, die ultra krasse AWP Hyperbeast in Statrack. Mit den Stickerlins drauf. Nice. Das Ding kostet 80 Euro, soweit ich weiß. Liege ich da richtig? Ja, 80 Euro. Schickes Gerät. Kommen wir zum dritten Platz, oder? Dritter Platz, ich glaube schon. Das Bayonet Case Harness. Ultra lecker. Für, ich muss wieder gucken, 139 Euro. Das ist schon wirklich, wow, das ist schon ein Klopper. Das ist schon ein Klopper. Aber der nächste Platz wird noch krasser. Zweiter Platz, die ultra edlen Handschuhe. Die sind schon wirklich sehr nice. Die kosten 144 Euro und sind blau. Aber jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1. Ich denke, die meisten, die mich schon kennen, wissen, was auf dem ersten Platz liegt. Und ihr werdet das jetzt sehen. Natürlich ganz klar, mein Community Knife, mein Karambit, das, was ich von euch geschenkt bekommen habe, der absolute Hammer für 450 Euro im Moment. Richtig überkrass. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Das war das größte Geschenk, das ihr mir jemals gemacht habt. Das ist echt so sick and fire and ass. Richtig nice. Und ja, das hat damals mein Herz zum Schmelzen gebracht, ganz klar. Das war's soweit mit meinem Showcase. Im Notfall könnt ihr einfach, wenn ich, also vorhin, als ich hier so durchgegangen bin, könnt ihr einfach anhalten und euch eben nochmal genau angucken, was da so ist. Ich denke, es wäre jetzt zu ziehend, wenn ich alles einzeln aufmachen würde. Und darum mache ich es auch nicht. Ihr habt da jetzt das Inventar gesehen und eben auch meine Top 10 der teuersten Skins, die eben gerade vorhanden sind oder der teuersten Dinge, die eben vorhanden sind. Zu guter Letzt kommen aber noch die Gewinner des letzten Giveaways. Ich fange von unten an, also von Platz 5 und gehe hoch auf Platz 1. Platz 1 wäre dann die Tech 9 Fuel Injector, Platz 5 ist die Glock 18 Ironwork und der Rest dazwischen. Platz 5 ist Einsamkeit. Yay. Platz 4, Matzes Kanal. Yay. Platz 3, die Goldente. Platz 2, Luca Esposito. Und Platz Nummer 1, Tucke. Monsieur, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber Monsieur Overwatch, kennender Profi-Cheat-Programmierer. Ihr 5, schreibt mich bitte unter diesem Video hier an. Nicht mit eurem Trade-Link, sondern einfach nur, oh, ich habe gewonnen, schön. Dann gucke ich, ob ihr der Echte seid. Und dann frage ich euch nach dem Trade-Link, auch einfach als Antwort. Und dann schreibt er mir als neuen Kommentar, sobald ich euch gefragt habe, als ganz neuen Kommentar, damit ich es nämlich immer ganz oben sehe und das nicht unten verschwindet, auch ein Trade-Link. Dann überprüfe ich nochmal, ob ihr es wirklich seid und nicht irgendein Fake-Account. Und dann schicke ich euch den Skin zu. Ihr habt 14 Tage Zeit, um eure Skins abzuholen. Bitte schreibt nicht direkt irgendeinen Trade-Link hier rein, sondern erst nachdem ich euch gefragt habe. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit euren Gewinnen. Das nächste Giveaway wird dann wahrscheinlich direkt morgen oder übermorgen starten. Da gibt es dann übrigens doch nicht die Schrotfinder, sondern eine AWP-Ding. Asimov, glaube ich. Ja, die AWP Asimov war's. Habt da richtig gesehen. Ja, man darf also gespannt sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann schreibt mir doch einfach, dass es euch gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.